zu. So, was haben wir denn hier? Mein Gehirn. Nochmal mein Gehirn. Nochmal mein Gehirn. Ich hatte drei Gehirn. Ja, so, ihr merkt sicher schon, Leute, aber im Moment so überzeugen tut mich das jetzt noch nicht. Was macht der da? Hey, Moment, die Teile kenne ich doch. Die Roboter. Also hier werden einfach Typen Gehirne entnommen und dann den Robotern hier hingepflanzt. Ist ja ekelhaft. So, Hauptterminal. Was haben wir denn hier stehen? Testsubjekt, Information, Schultest, Wohnungsgebiet. Ach. Schauen wir uns nachher an. Dann schauen wir hier mal rein. Mr. Guzzi. Ne, das war Mr. Ordentlich. Aber wir haben Tourist. So. Briefbeschwerer ein. Bereitet das Wasser. Blutpaket hat X. Stimmbank. Oh, da haben wir Aktenschränke. Korken, Vorkriegsgeld. Korken, Vorkriegsgeld. Und hier. Korken. So, wunderbar. Da drüben haben wir noch einen Schrank. So, und ich hoffe jetzt. Achso, ich wollte ja nicht mal so viel mitnehmen. Ha. Dann nehmen wir hier die Korken mit. Was steht denn hier? Biomechanische Kombinationsregeln. Bla bla bla. Lobotomie und Roboter kombinieren. Was? Was habe ich jetzt gemacht? So. Was, Wer bin ich? Ich fühle mich so anders, so wach und lebendig, zum ersten Mal überhaupt. Was ist das für eine seltsame neue Welt? Ein Träumer wie mich hier. Warte. Jetzt ist er kaputt. Ich suche Robo-Hirn. So, keine Ahnung. Was haben wir denn hier? Bier. Und eine Truhe. Mikrofusionszellen, die nehmen wir mit. Ein Spind. Luftgewehr. Metallkiste. Korken. 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 So. Und hier. 108, dann nehmen wir mit. Haben wir da schon reingeschaut? Braucht man nix. Da ist nichts drin. So. Ja, was sollen wir hier machen? Also hier kann man mal nicht viel machen. So. Dann schauen wir mal hier rein. Geld. Nee. Passt schon. So, was haben wir hier? Kork. Gott, wenn ich Hände hätte, würde ich das Leben aus dem Körper wirken. Das Leben aus dem Körper wirken. Das Wegspielen werden unbedingt sein. So. Ein Lobotomie, Einschussflinte.
gibt's das? Ich will eine mit einer Einschussflinte. Holo-Gewehr brauchst du. Dann rockst du hier über den Asphalt. So. Die sind so herrige. Oh, wie krank. Moment, jetzt probiere ich mal was. So, du da. Du, naja, wir kommen. Oh, ich. Ey, oh, Entschuldigung. Tü. So, nee. So. Und jetzt hier. Na komm, jetzt. Oh. Ah, das funktioniert nicht richtig. So, da haben wir noch ein paar Medsets. So, und eine Truhe. Ich wollte den eigentlich hier rauflegen, damit der da zerschnippelt wird, aber das funktioniert nicht so. Aktiviert wieder so ein Hauptterminal. Erfordert Schlüssel. Soll ich denn den jetzt wieder herbekommen? Mikrofusionszelle, aber alle leer. So, was haben wir hier? Testterminal. Schuldatenbeschaffung betreten. Grundlegender Test. So. Schaffe sie von 3. Hey. Was? Was habe ich jetzt gemacht? Egal. Schüler, dies ist die aufgezeichnete Stimme eures aufgezeichneten Rektors, Dr. Burroughs. Vielleicht kennen Sie mich als leitenden Wissenschaftler der Labore Z9 und Z14. Ich habe tapfer gekämpft, um Klapperschlangen-DNS zu gewinnen. Ach, wo sie hingehört. In die Hülle eines anderen Raubtiers. Oh, und der Tarantelfalke. Man kann nie zu viel zusammenfügen, wie ich immer sage. Besonders, wenn man einen tollen Käsedor erschaffen kann. Genug von mir. Ich habe gehört, dass viele von den scheinbar unschuldigen Kindern durch rote Propaganda verdorben wurden. Das ist eine sehr ernste Angelegenheit, die eine sehr ernste Strafe So, die werden wir jetzt mal gleich mal knacken gehen hier. Können Sie Strafe buchstabieren? Ich sage Ihnen, wie ich das buchstabiere. Todesstrafe. Kommunisten, linke Verräter, alle. 3, 4. Und jetzt werde ich meine bissigen kybernetischen Cyborg-Hunde durch die Gänge schicken, um alle Verräter auszumerzen. Sie können riechen, wer dem Kommunismus verfallen ist. Das gilt besonders für dich, Betsy Bright. Du wolltest nicht mit mir zum Schultanz gehen, damit du mit Richie Marcus rauchen konntest. Nein. Auch die Überwachung in der Halle wird aktiv sein. Wenn du die Klasse verlässt, sorgt sie dafür, dass du ruckzuck wieder an deinem Tisch sitzt. Ach, auch nicht. Schade. Wenn du aufs Klo musst, wartest du halt bis zur offiziellen Toilettenpause. Och Mann, halt doch mal die Klappe hier. Danke. Das ist ja anstrengend hier. So, jetzt hier. Löschen wir mal ein bisschen was raus hier. So, das. Wollen wir noch was zum Rauslöschen? Ja, also bis jetzt muss ich sagen, das DLC ist
bis jetzt ziemlich anstrengend. Gerade mit dem ganzen Gequatsche hier und... Oh. Mann, ich wette, euch geht's nicht anders hier. Also bis jetzt viel passiert, so... Ja. Schauen wir mal, Stealing. Hammer 3. Nein, Katz. Und da haben wir es auch schon. Jawohl. So. Neue Konfiguration der Zielparameter. Boom. Hey, Moment, das Teil ist aktiv. Wolverines. Ich weiß zwar jetzt nicht, was hier jetzt war, aber egal. Ah, muss man ja auch nicht immer wissen. Toll, 10.000 Spins hier. Die schauen natürlich wieder einen einzig leeren rein. Ach, egal. Militär-Cyberhund, warte. Und tot. So, was hat denn der? Energiezelle Überladung. Ich höre hier überall Gehechel. So. Mach mal die Tür zu. Dein Skelett. Und deine Kiste. Ja. Schultestterminal. Schülerakten abrufen. Richie Markus abrufen. 666. Wunderbar, die müssen wir jetzt sammeln. Was soll das eigentlich für einen Sinn haben? Oder was hat das überhaupt mit der Geschichte hier zu tun? Also im Moment... Ich habe mal keine Ahnung. Was das jetzt irgendwie mit der Geschichte zu tun hat oder so. Habe ich echt mal im Moment keinen Plan. So. Du bist in der Bibliothek. Hier musst du leise sein und ständig sagen. Boom. Gefahr, Vorsicht. Ist ja kein Schwein hier. Durchsuchen. Saturnitfaust. Ja, ich fresse ihn jetzt auf. Jam, jam, jam. Jam, jam, jam. Jam, 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 jam. Ich habe kein Gehirn mehr, ich brauche ein eigenes. So, da haben wir noch einen. Schülerakten abrufen. So. So, da oben wandert ein kleines Hundi. Au.
böses Hundi. Zergliedern Sie oder zertrennen Sie. So. Die hat's verdient, die Sau. Was machst du da? Steht da in der Wand drin. Ah, oh, hat auch nichts, was man braucht. Sind da schon so gut wie unbesiegbar hier? So, laden wir mal nach hier. Dann wieder auf das Polo. Ja, ist doch gut. Kaboom. So, was haben wir da? Geschützsturmsteuerung. Ach, brauchen wir aber nicht. Geschützturm haben wir schon vernichtet. Wie gesagt, aber das mit den Kraftfeldern, das kapiere ich nicht ganz. Am Ende der Halle werden Bälle aufbewahrt. Für Schwarzkanonen die Bälle wie Richie Marcus. Richie Coach's Office. Oh, was hat denn der Coach hier? Schauen wir mal rein. Eine Baseballschläger.